Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn. Okay, alles klar. Ich wollte schon wieder Factorio sagen. Es ist unglaublich, ey. Unbelievable. So. Ursprünglich wollte ich ja dahin. Und ich denke mal, ich halte mich mal an den Plan. Ich fahre erstmal Richtung Norden, dann komme ich auf so ein komisches Zeuggegend und dann schauen wir mal weiter, oder was? Nord, Nordost. Also eigentlich mag ich ja diese Bonbon-Grafik nicht, ne? Für mich, ich finde das ja furchtbar, wenn das alles so bunt ist und alles. Aber hier gefällt es mir tatsächlich, weil das so übertrieben ist. Weil halt man irgendwie mir nicht versucht zu erzählen, dass das praktisch der Realität entspricht. So wie so ein Samsung-Handy. Keine Ahnung, das ist Geschmackssache, ne? Aber ich finde irgendwie... Meistens ist es bei Samsung Displays, die haben, also keine Frage, ein absolut geiles Display. Das ist wirklich gut, was sie da haben. Aber es ist auch echt knackebunt, ey. Aber wenn man das halt mag, dann macht man damit auch nichts verkehrt, ne? So ist das nun mal. Wenn ich jetzt irgendwie schwimmen muss, dann wäre ich ausgerastet, ja. Stehe in so einer Pfütze und das habe ich irgendwie oft bei genau, klopfen wir doch erstmal an, ne? Voll bewaffnet. Echt jetzt? Schieß jetzt! Genau drei Pfeile. Ich muss einmal. Hier. Da. Und hier. Und er hat keine Munition mehr. Alter, guck hin, wo das Wasser hinkippst, ey. Also, das kann ich ja leiden. Sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Das Buch wurde gefunden. Oh mein Gott. War nicht schon wieder. Oh, so fängt Far Cry 5 an, ey. Stimmt, da fällt mir gerade ein, ich hatte gar keine Möglichkeit, das Spiel zu beenden in den ersten Minuten, oder? Du bist anders, als ich dachte. Das gleiche gilt wohl auch für mich. Wenn du den alten Mann sprechen willst. Nun. Also, hast du das Buch? Weißt du, was das ist? Das Wort Josephs. Seine Lehren, seine Führung, seine Weisheit. Und sein Wahnsinn. Ich habe überall danach gesucht. Joseph sagte, dass derjenige, der es findet, von Gott zum Herrscher von Eden erwählt wird. Und du bringst es uns zurück. Nicht ich. An mich haben sie sich gewandt, als er Richtung Norden verschwand. Ich war es, der die Familie zusammengehalten hat. Mich wählten sie zum Anführer. Ich habe sie vor den Heuschrecken und den Schlangen beschützt. Ich habe uns alle hinter diesen Mauern am Leben gehalten. Nicht der alte Mann, ich! Sehr gut, Sith Lord. Vater, wollte
wollte ein Paradies erschaffen, aber als es schwierig wurde, lief er davon. Vater. Ich mag den irgendwie. Warum weiß ich nicht? Du kamst, um ihn um Hilfe zu bitten. Aber Joseph ist tot. Niemand hier möchte es zugeben, aber es ist die Wahrheit. Unsere Familie glaubt immer noch an ihn und wird nicht aufhören, an ihn zu glauben, bis sie endlich alle verstehen, dass er nicht der Messias war. Er war nur ein Mensch. Gotteslästerung. Sie müssen es selbst sehen. Bring mir einen Beweis für seinen Tod. Dann helfe ich euch. Aber New Eden wird nicht zulassen, dass du nach Norden ziehst, bevor du die Flamme entzündet und dich als würdig erwiesen hast. Alle kennen das Zeichen. Sie werden dich zur Flamme führen. Will ich das jetzt? Mal ganz ehrlich. Will ich das jetzt? Will ich nicht lieber noch ein paar Basen einnehmen? Er ist mehr als je zuvor bedroht. Wir brauchen Joseph, damit er uns führt. Genau. Was bist du denn für einer? Wieso hast du so ein komisches Zeichen? Schon geil. Die Maske, Alter. Schon geil. Sei gut zu den Leuten von Prosperity. Naja. Schafe. Wir alle haben für die Leute hier zugegeben. Oh, ist das ein Garten? Habt ihr hier irgendwas angepflanzt? Bin ich da auf irgendwas aufgetreten? Das tut mir aber leid. Ich hab nichts genommen. Ich war das nicht. Ethan hat dich als einen gezeichnet, der die Flamme des neuen Eden erneut entzünden will. Die Banditen, die uns das Land abgenommen haben, haben sie gelöscht. Sie befindet sich am Fuße der gefallenen Statue von Joseph, die ein Sünder vor vielen Jahren zum Einsturz brachte. Dort ist eine Gruppe Auserwählter. Sie werden dir helfen. Leise bitte. Ich will eins von euren blöden Gestinks hier lesen. Lass mich durch. Oder ich werde echt böse. Lass mich durch. So. Ethan, die neuen Auserwählten kommen gut mit den Pumas klar. Es ist schön, sie so gut aufwachsen zu sehen. Sowohl die Kinder als auch die Pumas. Im letzten Monat gab es nur 4 kleine Fleischwunden. Das ist ein großer Fortschritt. Bald schon können wir ihnen Namen geben und sie auf ihre erste Patrouille schicken. Eine feine Gruppe. Die reden doch so, oder? Die Heuschrecken sind immer noch da. Verlasse. Da steht er, ne? Verlasse. 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 Verlasse noch 50 Meter entfernt. Verlasse noch 40 Meter entfernt. Verlasse. Verlasse. Und nun? Wo gehe ich jetzt hin? 2000 schieß mich tot Meter. Und zwar ins Feindgebiet. Flusstaktik oder wie? Oder wer ist? Oder wo? So, ne? Nehmen wir uns wieder ein Bödel, ne? Das ist auch so ein Fluss, ne? Aber da komme ich. Ach doch, irgendwie kommt man auch da lang. Ich wäre ja jetzt hier so rumgefahren. Vielleicht sollte ich dann so rumfahren. Durch die Brücke. Durch die Brücke. Hier bei dem Zug aussteigen. Und dann nach Osten. Das ist ein Plan, oder? Können wir so machen, oder? Wer ist? Können auch mit dem Auto fahren. Da habe ich auch ein Auto gesehen. Aber ich finde Bootfahren irgendwie cool, ey. Los, lauf da! Hoppeli hopp! So, jetzt fahren wir aber in die Richtung. Wir wollen aber in die Richtung fahren. So. Boot aufgeschlitzt. Das ist jetzt eine gute Idee, so also nicht. Egal, ich bin voll mit Kugeln. Warum nicht auch hier? Eigentlich finde ich das schon ziemlich geil. Oh, Scheiße. Soll ich weitermachen?
Oh, wrong direction. U-Turn! U-Turn! Okay, nochmal ein bisschen zurücksetzen. Ich, vielleicht hätte ich mal ein bisschen mehr auf den Kompass gucken sollen. Aber ich finde es irgendwie komisch. Ich kann doch. Ich habe irgendwie eine völlig vertraxte. Ich dachte, ich wäre hier. Ich wäre über der Basis. Ich habe irgendwie total die falsche Orientierung gehabt. Was irgendwie komisch ist, weil. Also entweder hat man eine Orientierung oder man hat keine Orientierung. Ich hatte jedenfalls gerade keine Orientierung gehabt. Aber ich kann nicht die falsche Orientierung aufschauen. Orientierung ist immer richtig. Oder? Oder wer? Ich rede einfach nur so Blödsinn vor mich hin. Es ist schon. Ist schon irgendwie schön. Also irgendwie. Es hat sowas Nordisches. Was zur Hölle? Bist du für einer? Ich habe es tatsächlich geschafft, ihm nicht in den Kopf zu schießen. Egal, ich habe genug Munition, daran soll es nicht scheitern. So, es sieht wieder schön Nordlichter am Himmel. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich ist das noch die Strahlung der Atmosphäre, die das Licht ein bisschen anders bringt. So, was haben wir gesagt? Durch die Brücke? Dann kommt noch eine Brücke und dann kommt die Zugbrücke. Und bei der Zugbrücke muss ich dann Richtung Osten. Das war der Plan. So machen wir das. Wie das aussieht, ne? Das hat schon ein bisschen was Unheimliches. Ich weiß echt nicht, diese komischen Fuzzi, die da rumlaufen, dass ich mit denen irgendwie mal, ob ich mit denen irgendwas machen soll oder so. Ob mir da keiner spielt. Hier, ne? Könntest du mal bitte nachladen? Ah ja, da muss ich sowieso raus. Far Cry typisch, heile ich mich wieder selber. Ich bin ein Self-Healer. Seit Far Cry 3 ist das, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, weil ich Far Cry 2 nie gespielt habe. Das wollte ich immer mal nachholen. Jetzt weiß ich nicht so genau. Ich habe irgendwann mal Far Cry 1 wieder reingeschmissen. Und dachte, boah, sah so geil aus, das Spiel sah so geil aus, echt. Schade, schade, schade. Far Cry 3 habe ich auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad gespielt. War cool. Far Cry 4 auch. Das war hart. Das war hart. Also ich weiß, dass ich echt immer Schiss hatte, die Wege zu verlassen, weil wenn man durch die Wege läuft, also wenn man nicht die Wege läuft, wenn man so läuft wie ich jetzt, so querfeldein, dann sind da halt, es sind wesentlich mehr Tiere unterwegs, habe ich das Gefühl. Und die sind auch wesentlich stärker und ich hatte echt mordsmäßig Schiss jedes Mal, Alter. Ich bin hier durchgelaufen. Ich bin nie gelaufen, ich bin immer wieder gegangen. Oder weiß ich gar nicht. Aber ich bin so oft gestorben. Ich bin so aufgestorben. Also. Habe ich das gehört? Habe ich das gehört? Ist da was? Ist da was? Bär! Oh! So war das. Die ganze Zeit, Alter. Immer nur. Ein Puma, Alter. Tot. Ein Bär, tot. Ein Stinktier, tot. Das war echt immer so. So jetzt locker irgendwie hier gleich so runter. Oh Gott, ein Bär. Oh, 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 oh. So war das die ganze Zeit. Immer und. Oh. So war das echt die ganze Zeit. Habt ihr ihn gesehen? Das war irgendwie ein Puma oder so. Und der hat die Fährte aufgenommen. Sieht man so, wie der steigt. Ne?
Aber jetzt ist er irgendwie beschossen worden oder so. Oh, da muss man aufpassen. Was ist das denn? Ach, das ist der Typ. Der hat sich ninja-mäßig vom Acker gemacht. Erster Fehler. Oh, zweiter Fehler. Bam, bam, bam. Der ist echt weg, ne? Die Flöte ist echt weg. Wir haben noch ein paar Meter. Ich kann ja schon mal den Wagen vorfahren. Bei Far Cry 4 habe ich auch einmal. Da bin ich irgendwie so eine Straße gefahren. Das war so eine Serpentinstraße, kommt in die Kurve. Kommt in die Kurve und dann kommt irgendwie so ein Fahrzeug, so ein Patrouillenfahrzeug. Oder wie war das? Nee, da standen irgendwie, da waren so Typen und die wurden halt beschossen. Ich bin ausgestiegen. Hab die irgendwie, die Bösen da bekämpft und hab die anderen halt gerettet. Dann kam irgendwie ein Auto. Dann, und da war noch so ein richtig fett gepanzerter Typ drin. Den habe ich dann irgendwie auch noch bekämpft. Und dann war da auf einmal ein Säbelzahntiger, Alter. Da stand da auf einmal ein Säbelzahntiger und greift mich an. Nachdem ich irgendwie schon die beiden Typen bekämpft habe, dann irgendwie ein volles Patrouillenfahrzeug ausgestiegen ist mit einem fett gepanzerten Maschinengewehrträger. Und ich bin nur noch halb am Leben und dann ist da noch so ein Säbelzahntiger. Greift der Säbelzahntiger mich natürlich an, weil was soll er sonst machen, ne? Wut im Bauch. Und dann irgendwie habe ich dann den Säbelzahntiger dann halt irgendwie auch noch bekämpft und überlebt. Und was? Weißt du, was dann passiert? Guck's dir an. Nein, was dann passiert ist, da kommt ein Auto von einem in Zivil, so ein Citizen, so ein Bürger, ja, und fährt mich über den Haufen. Der fährt mich einfach über den Haufen, Alter, ich bin tot. Ich habe gedacht, das ist jetzt nicht passiert, Alter. Das ist nicht passiert. Ich weiß noch, wie ich irgendwie die ganze Zeit immer hin und her gelaufen bin, bei diesem einen Wagen. Ich habe die drei oder vier Leute, die da waren, ausgeschaltet, ratzi-fatzi. Nur dieser Maschinentyp, Alter, weil der so gepanzert war, das hat ewig gedauert. Und damit ich nicht in sein Maschinengewehr Feuer laufe, bin ich immer links und rechts am Fahrzeug, so links und rechts am Fahrzeug, ne? Und dann immer so an die Ecke des Fahrzeugs, zack, pam! Und dann wieder auf die andere Seite, zack, pam! Und die ganze Zeit ging das so, die ganze Zeit ging das so. Und dann habe ich den endlich tot und freue mich schon, ich war fast dabei, mich zu freuen, und dann wumm! Alter Vater, was ist das denn hier? Du wirst erwartet. Oh nee. Das hatten wir schon, habe ich schon mal. Das kenne ich aus Far Cry. Viele haben versucht, die Flamme von Eden zu entzünden. Sie alle sind gescheitert. Aber alle. Viele der Highwaymen sind bei der Flamme und sie töten ohne Gnade. Unsere einzige Chance, gegen ihre Überzahl und Feuerkraft anzukommen, ist, sie heimlich und mit List auszuschalten. Ach nö. Wir haben eine Waffe mitgebracht, die dieser heiligen Aufgabe angemessen ist. Bitte ziehe sie in Betracht. Die Auserwählten werden dir helfen. Nun folge mir. Bitte ziehe sie in Betracht. Soll ich echt das Ding jetzt hier liegen lassen? Er hat vielleicht das Buch gebraucht. Oh nö, ne? Aber nun ist es genug. Oh mein Gott. Das ist die richtige Waffe für diesen heiligen Auftrag. Naja, heiliger Auftrag ins Knie, ey. Viele Auserwählte starben bei dem Versuch, die Flamme neu zu entfachen. Ja. Ob ich es schaffe, diese Flamme zu entfachen oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge, denn diese Folge ist leider schon wieder vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns da. Bis dann. Ciao.